Leute, es geht wieder weiter und bei einer neuen Aufnahme von Control. Und zwar, jetzt habe ich auch die bessere Grafikkarte, die 3060 GTX TUV, ne, TUF GeForce, ne, von Asus. Die habe ich jetzt, was verstehe ich denn hier? Muss ich gar nicht. Weil wir sollten doch eigentlich mit dem Bruder sprechen, ne? Wo ist denn der? Hier? Okay. Du bist ein Wurm, kriegst du nichts. Oha. Das Donnerlied verzehrt dich. Glück kommt. Weiße Perlen, die gelb und rot erscheinen. Der Spiegel dreht es herum und macht es richtig nass. Dein Inneres an der Tür. Drücke deine Finger durch die Oberfläche, das nass. Du warst schon immer das neue Du. Es soll wahr sein. Wir stehen um dich herum, während du träumst. Du kannst es, was rot ist, ein Wurm. Kriegst du die Zeit. Das Donnerlied verzehrt dich. Glück. Er ist besessen. Shit. Das Donnerlied verzehrt dich. Das ist Dylan. Kannst du mich hören? Oh, komm schon, Dylan. Ich bin das da. Das ist der, ganz halt. Ich bin bei dir. Weißt du, wer ich bin? Du kennst mich. Sag es. Du bist Dylan Fadens Schwester. Er spricht von sich in der dritten Person. Immer ein gutes Zeichen. Weißt du, wer du bist? Nicht Dylan. Trench und Darling haben dafür gesorgt. Ich bin P6. P6. Aber jetzt geht es mir besser. Oh Gott. Dank dem Zischen. Ich drücke deine Finger durch die Oberfläche in das Nass. Du warst schon immer das neue Du. Kannst du das lassen? Das soll wahr sein. Bitte. Nicht gerade das Wiedersehen, das ich erhofft hatte. Fühlt sich gut an, diese Worte zu sprechen. Ich will es so. Oh mein Gott. Sie klingen gut. Sie geben mir ein gutes Gefühl. Willst du sie nicht auch sprechen? Nein. Verdammt, nein! Du musst mir helfen, das Ding aus meinem Kopf zu kriegen. Wenn er noch da drin ist, wenn noch was von ihm da ist, musst du mir helfen. Du! Ich hab mich durch das Loch in dir hineingelassen. Du warst schon immer hier. Das einzige Kind. Die Kopie. Eine Kopie. Hör auf! Oh, shit! Shit! Er kann nicht sehen. Das ist nicht sicher. Wir fanden Polaris zusammen mit meiner Schwester, als wir sehr klein waren. In Ordinary. In der Wüste. Durch die Tür, die der Dia-Projektor geöffnet hatte. Aber sie half nicht, als Trench mich wegbrachte. Sie gab mir keine Kräfte. All diese Kräfte sind meine eigenen Kräfte. Sie half nicht, als sie mich jahrelang einsperrten. Alter, sie schon ist Zeit für Applaus. Wir konstruieren dich, bis nichts verbleibt. Das Eil bricht auf und die Wahrheit aus dir heraus. Du bist zu Haus. Die Behörde brachte den Dia-Projektor mit mir hierher und die Behörde tat, was die Behörde tut. Sie benutzten ihn. Und sie fanden? Sie öffneten die Tür zum Zischen. Das ist das Einzige, für das ich Ihnen dankbar bin. Da! Da ist er! Wir stoppten das gewandelte Weltereignis in Ordinary, als wir den Dia-Projektor ausschalteten. Und jetzt ist der Projektor hier. Ein Ohrwurm ist eine Melodie, die man im Traum immer weiter summt. Baby, 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 yeah. Was ist mit dem, Alter? So sicher, keine Sorgen. Gott, ey. Ich begrüßte das Zischen. Ich ließ es rein, um sie loszuwerden. Das Zischen befreite mich. Polaris benutzt dich. Die Behörde benutzt dich. Du bist eine Marionette.
Du kannst uns fast hören, doch du vergisst. Wenn wir den Diaprojektor ausschalten, stoppt das vielleicht das Zischen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät für meinen Bruder. Du musst die Wahrheit selbst sehen, Jesse. Schwester, die schreckliche Wahrheit über die Behörde. Das Zischen ist die bessere Option. Geh zum Primärkandidatenprogramm im Isolationssektor. Ich habe die Schlüsselkarte dafür. Salvador wollte, dass ich sie bekomme. Wollte? Schwachsinn. Ich sah, was das Zischen mit Salvador gemacht hat. Was es aus ihm gemacht hat. Okay, Dylan. Ich gehe. Ich will die Wahrheit selbst sehen. Ich gehe. Aber nur, um den Dia-Projektor zu suchen. Du kannst mir helfen. Wir können das beenden. Du bist ein Wurm. Kriechst du nichts. Du bist ein Wurm. Oh mein Gott, was ist mit dem passiert? Wir haben eine Stufe 6, ne? Stufe 6 haben wir. Es geht 9, ne? Aber ich wollte erst mal was anderes machen. Und zwar... Sie gefährden uns, indem sie einen Zischer hin. Trench? Warte mal. Und zwar, wo war das denn nochmal? War das hier? Wo wir zuletzt waren? Hier, ne, war das. Warte mal. Wo war die Brücke? Ist das die Brücke hier? Aber wir gehen mal hier hin. Eine Panoptika, bla bla bla. Die eine Quest wollte ich noch machen. Es ging aber erst, wenn, also mit dem, was war es noch? Ein Kühlschrank? Das ist komisch. Diese verfluchte Kühlschrank. Da müssen wir nämlich schreien, aber wir müssen erstmal da die Berechtigung haben. Da müssen wir zu diesem Typen hin, der am der Brücke direkt war. Müsste hier sein, ne? So viele Zelltüren. Da kann ich ja gleich Portier werden, was? Sagen Sie Bescheid, wenn die Zischer weg sind. Mir fehlt mein Schreibtisch. Geht nicht. Bis später, Langston. Ich bin hier. Wie immer. Wieso geht denn das nicht? Ich hab's aber nur gesagt, es ist gefährlich. Aber hey. Warum auf Langston hören? Ich bin ja nur der Panoptikonsleiter. Was haben wir hier? Ah, Jukebox Sheetens. Okay. Okay, haben wir nix. Nee. Vielleicht kann aber auch nix, warte mal. Ja, wenn das nicht geht. Das ist die aktuelle Quest, ne? Oder? Warte mal. Welche Quest ist denn das jetzt? Die hier. Die mit dem Kühlschrank. Ja, meistens müsste man mit dem da sprechen. Sein, Sir. Nur mit
Ist jetzt ein guter Moment, über eine Gefahrenzulage zu sprechen? Was ist der Unterschied? Objekte selten. Natürlich, wir bei einigen können. Und welche? Es werden. Jetzt noch Messer runter. Schöne mit. Da kennen wir ja alle schon. Wie immer. Wehe, ich kriege bei der nächsten Leistungsbewertung die Schuld für das hier. Hey. Ich muss meine Katze füttern. Ja. Keine Ahnung, eine Katze ist, aber nicht hier. Ich kapiere es nicht. Ich bin aber ein Agenten, also kann ich viel länger durchhalten. Doch wenn er blinzelt, wird der schon durchdrehen. Ja, was muss ich jetzt machen? Toll. Zu treffen. Ja, das ist ja auch Quiz, ne? Ich geh nochmal zu den Typen hin. Ah, leck mich doch am Arsch. Kein Bock auf euch. Ihr spawnt doch eh so wieder nah. Ihr Bastarde. War eins höher, ne? Nicht in 2 oder 3 hält, keine Ahnung. Muss ich nicht verstehen. Der ist ganz klein da hinten. So war das. Nicht hier. Hier. Augen offen halten, Philipp. Offen. Hey, was kann ich tun? Sie sind zurück? Oh, vielen Dank. Ich weiß nicht, was dieses Ding tut, wenn ich wegsehe. Sie müssen mich rausholen. Die Tür kann nur vom Panoptikum-Aufseher geöffnet werden. Das war der Langston, falls er noch da ist. Langston? Ja, den kenne ich. Ich bitte ihn, Sie rauszuholen. Ah, okay. Beeilen Sie sich! Meine Augen! Sie... Ich kann nicht! Hey, ganz ruhig. Reißen Sie sich zusammen. Wie heißen Sie? Konzentrieren. Richtig. Ich heiße Philipp. Und ein wenig länger halte ich noch durch. Mir tun nur die Augen so weh. Durchhalten, Philipp. Okay, darf nicht blinzeln. Wir können doch von hier aus runterspringen, ne? Ja. Da kann ich ja gleich Portier werden. Oben in einer Zelle sitzt jemand namens Philipp. Er starrt einen Kühlschrank an und dreht jede Sekunde durch. Philipp? Oh Mist, ich habe den Kühlschrankdienst total vergessen. Er ist seit über einem Tag da drin. Als ob der Sie haben ihn vergessen? Hier geht's drunter und drüber. Das Zischen, der Benikoff-Fernseher, bei allem, was ich um die Ohren habe, Ma'am, ist es kein Wunder. Schon gut. Aber wir müssen ihn da jetzt rausholen. Er sagte, Sie können seine Zellentür öffnen.
Ja, kann ich. Über mein Terminal. Erledigt. Die Tür ist offen. Aber Philipp kann nicht einfach so gehen. Der Kühlschrank verhält sich unberechenbar. Augenkontakt ist das Einzige, was ihn zu beruhigen scheint. Er muss ständig beobachtet werden. Oder es gibt Tote. Ich überlege mir was. Ich bin ziemlich gut im Improvisieren. Mit solchen Objekten improvisieren? So arbeitet die Behörde nicht, Ma'am. Er kennt uns nicht gerade gut. Bis später, Lang. Wie immer. Ja. So, wir waschen wir. Ich kann da hinten drauf, Alter. Die schwebt ja erstmal nur 2 Sekunden. Das war's dann. Junge, Junge, Junge. Wenn die Frau es kann, ey. Dann denken. Die Checkpoints sind ja miserabel hier in dem Spiel. Ich geh jetzt nicht hier von da nach da nach da nach da. Ey, da geh ich mir aber... Ich hab mit Dings geredet. Jetzt geht. Muss das noch aufladen? Keine Ahnung. Was der Scheiß soll. Hier im Fahrstuhl. Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Warum kann man denn hier keinen Fahrstuhl rufen? Ich verstehe es nicht. Frau so, ich kann nix. Ich kann nix. So, ja. Komisch, hier kommt die aber so hoch, ja? Ah, ich schnauze immer das Gleiche mit euch. Oh, der Fahrstuhl ist hier wieder da. Blups, sind sie weg. Ah, dieses Hin und Her, ne? Das fuckt mich jetzt schon ab. Ob ich jetzt mal die Quest starten kann.
endlich. Hallo! Helfen. Jesse! Jesse! Der Kühlschrank ist... Philipp! Oh. Philipp? Was ist der Typ? Was? Das klingt wie der Rat, aber ich verstehe es nicht. Was zum Teufel? Ich wusste es. Ach nein, es geht kaputt. Gar nicht gut. Holla, die Waldfee. Da kommt man nur runter. Ja, das kennen wir auch. Warum so trifft er uns denn immer? Der A-Blocker. Der Aimblocker, ne? Das heißt, man, der verfolgt. Egal, wo ich hingehe, er trifft mich. Alter. Wahrscheinlich. Ich hätte mal direkt mal werfen sollen, was? Hatte mir abgezogen, meine ich. Ist das dein Ernst? Alter, du willst dich wohl verarschen, ey. Jetzt bist du den Fahrstuhl wieder hoch. Wo kommen keine Gegner? Ah, wir sehen uns ja gleich. Moment, hier ist keine schwarze Pyramide. Alter. Jo, ich hab dann mal... das Gewehr zurück. Ja, wo der ist, keine Ahnung, da eine. Gehen wir zurück zu Dingens, ne? Aber ich nehme einfach hier einen Teleporter. Das ist, glaube ich, schneller, oder? Alter, das ging aber schnell. Ohne Witz. Alter. Ich hab's gewusst, er hätte Ding genommen. Isolationsbruch in Panoptikon. Was ist passiert? Wo ist Philipp? Tot. Tot. Was ist passiert, bevor ich ihn rausholen konnte? Puh, armer Philipp. Er hat den Kühlschrankdienst nie gemocht.
Aber wenn Sie hier sind, wer beobachtet dann den Kühlschrank? Niemand. Ich habe den Kühlschrank repariert. Solche Dinge repariert man doch nicht einfach. Was haben Sie getan? Ich habe ihn berührt und war plötzlich in der Astralebene. Da war dieses riesige Ding. Es hatte ein großes Auge und war feindselig. Die Astralnauten haben von etwas berichtet, auf das diese Beschreibung passt. Die Astralebene ist aber gewöhnlich über Objekte der Macht mit unserer Welt verbunden, nicht über gewandelte Objekte. Wenn sich das Ding mit gewandelten Objekten verbindet, ist es echt mächtig. Könnte sich wiederholen. Denken Sie, dieses Ding hat Philipp erwischt? Muss so sein. Das Panoptikon ist ein gefährlicher Ort. Die Agenten kennen das Risiko. Aber da Sie einen Draht zu gewandelten Objekten haben, könnten Sie sich noch um einige andere kümmern. Die Zischer sorgen überall für Isolationslecks. Hier, fangen Sie damit an. Ich schaue mich um, ob andere fehlen, während Sie weg sind. Nein. Mein Leben wurde gerade um einiges leichter. Nee, lass mal lieber. Ja, ja. Weißt du? Machst ein Quest, kriegst du 10 neue. Ja, lass mal lieber. Ich bin hier. Es gibt ja schöne Sachen dafür. Längstens Ausreißer. Ja, nee. Ich mache schön hier unsere Hauptquest. Wo bist du denn? Was ist das hier? Nee, das war das hier. Gesicht des Feindes. Ich finde das Primärkandidatenprogramm, ne? Schauen wir mal. Da wollen wir uns Logistik machen. Dauert länger, ist bestimmt weil wegen Entfernungen. Außerdem war ich ja eben hin und her damit. Oh, nö. Leck mich doch, haben sie das in den Sack. Heilige. Kommt hier, Motherfucker, alle her. Geil. Scheiße, komm. Reich mir gleich. Oh, Scheiße. Wer ist das? Speed Gonzales. Bin hin. Ja, wir können ja mal gucken, die Karte. Okay, jetzt immer. Ist hier? Warte mal, hier haben wir was. Die kommen aber neu, ne? Hab ich das Gefühl. Ja. Ach, Scheiße, wir sind falsch.
Ich hätte mich mal der Panoptika Eingang. Ah, leg mich doch mal Arsch. Oh, wer war das denn?